Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Heute haben wir einen richtig, richtig coolen langjährigen Fotografen mit am Start. Mein Kunde Marc Peyot. Der macht das nämlich schon seit über 30 Jahren. Grüß dich, Edmund. Wie geht's? Wie steht's? Ging ja schnell, flott rein. Ja, natürlich. Vorbereitung ist immer das Halbe. Man muss sich einfach darauf vorbereiten. Deswegen, klar, bin dabei. Perfekt, so muss das sein. Ich habe dich schon gerade so ein bisschen angeteasert. Marc Peyot, hauptberuflich Fotograf, Erfahrung schon seit über 30 Jahren. Du kannst natürlich ordentlich was erzählen. Ich freue mich auch schon mega auf das Interview. Weil natürlich, bei mir sind auch sehr viele, die sind Nebenberufler, beziehungsweise sind in die Hauptberuflichkeit gegangen, machen das vielleicht 5 oder 10 Jahre. Da hat man so das digitale Zeitalter ja schon kennengelernt. Du bist da natürlich schon einer, der hat die ganze Reise mitbekommen und schon ganz anders beigebracht bekommen und so. Und das ist natürlich für viele sehr interessant und ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Gespräch. Und fangen wir da vielleicht mal an. Wie bist du überhaupt, also wie hat es denn überhaupt angefangen, dass du dich für die Fotografie interessiert hast? Ja, das ist natürlich jetzt eine lange Geschichte. Ich versuche es jetzt mal so kurz wie möglich zu halten. Wir haben Zeit. Also, ich bin natürlich groß geworden und damit aufgewachsen in einer Fotografenfamilie. Das heißt, mein Vater war auch ein sehr erfolgreicher Modefotograf, hat seine Karriere damals gestartet in Österreich, also in Wien. Und es ging dann von Wien über Vorarlberg dann schlussendlich nach Lindau an dem Bodensee. So, hatte natürlich auch ein eigenes Fotostudio. Das war dann damals in unserem Wohntrakt mit integriert, also in einem relativ großen Haus, wo eben auch das Fotostudio mit eigenem Labor, weil zu dem damaligen Zeitpunkt hat man ja noch auf Diamaterial oder auf Filmmaterial fotografiert. Und ich bin eigentlich dann so mit reingekommen, weil ich durfte immer für einen österreichischen Wäschehersteller als Kindermodel quasi fungieren. Also nach der Schule, zack, Klamotten runter, Unterwäsche rein und dann eben wurden in dem Fotostudio durch meinen Vater eben sogenannte Kollektionsaufnahmen erstellt. Geil, hast du die Bilder noch? Die Bilder habe ich, glaube ich, schon. Ich musste mal zeigen. Such die mal raus nochmal. Das mache ich gerne, schicke ich dir dann zu. Wie gesagt, da war ich noch ohne grauen Haare, jung, lange blonde Haare und wie gesagt, so bin ich in das Ganze reingekommen und da ja auch im Prinzip Privatbereich und Studio alles in einem Gebäude war, war natürlich eine tägliche Berührung mit Fotografie gegeben. Mein Vater hat überwiegend oder sagen wir mal zu 80% nur Mode fotografiert. Das heißt, bei uns waren auch immer sehr oft sehr hübsche Models natürlich, die dann da waren. Jetzt weiß ich, warum du Fotograf geworden bist. Ja, nicht ganz so, aber es fällt einem dann ein bisschen leichter, natürlich. Und ja gut, so bin ich dann in diese Sache eigentlich reingewachsen, war dann auch auf einer, sage ich jetzt mal, doch kreativen Schule. Ich war Waldorfschüler ab der 4. Klasse bis zur 12. Und somit wurde ich natürlich so ein bisschen an diese selbstständige, kreative da durch die Schule auch mehr rangeführt. Und natürlich dann später, also mit 15, 16, natürlich dann auch in der Ferienzeit immer ein bisschen mitgeholfen. Habe dann meine Schule dann abgeschlossen, habe dann nach der Schule, wollte ich nicht zur Bundeswehr, sondern eben Zivildienst, war dann kurz mal für 20 Monate aus dem Verkehr gezogen, habe mich aber trotzdem das eine oder andere Mal freistellen lassen und durfte dann meinen Vater dann auch unterstützen. Zum Beispiel war es eine Fotoreise, da sind wir nach Kenia geflogen, nach Mombasa, und haben dort für das Magazin Terra Verlag, heißt der Verlag, und es war das Magazin Lady, wo wir also dann dort so Bademode, Strandkleider fotografiert haben und ich war dann eben so als Assistent mit dabei. Nach Beendigung der Zivildienstzeit war dann die Überlegung, was tue ich, hatte dann eigentlich eine Lehrstelle in München, aber mein Vater hat mich dann doch dazu überredet, nee, bleib lieber da, lieber Familienbetrieb weiterführen und mit Assistenten. Die Guten machen sich immer gleich selbstständig. Die Schlechten will man nicht unbedingt haben. Die machen mehr kaputt, als was es bringt. Und somit habe ich dann Lindau nicht wirklich verlassen, sondern war dann eben eigentlich dann relativ schnell bei meinem Vater und habe also das ganze Organisatorische gemacht. Das heißt also, wenn es darum ging, Reisen zu buchen,
egal jetzt wo auf der ganzen Welt, und natürlich auch das Assistieren als Fotoassistent und natürlich auch die weitere Arbeit als Laborant, Vergrößerungen zu erstellen, Farbe, wir hatten ja eigene E6-Entwicklungsmaschine für Dia, dann natürlich auch Vergrößerungen, Schwarz-Weiß-Vergrößerungen, also von ganz früher auf eigentlich alles gelernt. Und wir haben dann fast 20 Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Und unser Hauptgeschäft war eigentlich die Katalogfotografie. Also das heißt deutsche, österreichische und Schweizer Versender, wo wir also weltweit dann unterwegs waren, um eben dort die einzelnen Modestrecken abzulichten. Das Ganze ging dann so bis zum Jahr 2000. Und dann hat sich mein Vater immer mehr vom täglichen Geschäft zurückgezogen und dann stand ich dann eben hinter der Kamera und so habe dann auch noch die letzten großen Katalogstrecken mitproduziert, ob das jetzt in Kapstadt war, Miami, San Diego, aber auch im Sommer dann oftmals in den Monaten Mai, Juni in Griechenland, Athen, Barcelona, habe auch mal für einen Hersteller von Kinderkleidung sogar in Indien dort eine Strecke fotografiert, also im Prinzip eigentlich immer um die ganze Welt geflogen und eben dann dort die Aufnahmen erstellt. Und 2003 hat dann mein Vater mir das Geschäft überlassen und somit seitdem kämpfe ich weiterhin an der Front. Und es macht mir nach wie vor noch sehr viel Spaß. Fotografie ist immer spannend. Man steht auch immer vor neuen Herausforderungen. Man hat auch immer mit, sage ich mal, neuen Menschen zu tun, die man vorher noch nie gesehen hat. Und da ist es auch wichtig als Fotograf, dass man eben kommunikativ ist. Ja. Sehr, sehr gut. Wollte dein Vater, also er wollte ja, dass du dann den Familienbetrieb übernimmst. Hast du das aber schon von Anfang an so gesehen oder war da mal irgendwie, man ist ja als Kind, sagt man ja auch öfters mal, ich will Polizist werden, Feuerwehrmann oder sowas. War für dich schon immer klar, du wirst Fotograf, du wirst das mit übernehmen? Ja, eigentlich schon. Also wie gesagt, es war ja schon immer toll, da mit Models dann Fotos zu machen. Die Frauen, Mann, da. Natürlich will ich nicht abstreiten, keine Frage. Natürlich auch sehr spannend, diese ganzen Auslandsreisen. Natürlich ist es am Bodensee wunderschön, keine Frage. Aber natürlich als junger Mensch zieht es einen ja doch öfters mal auch in die Großstadt. Und das habe ich dann eigentlich so in der Form jetzt nicht gemacht, dass ich Lindau verlassen habe, sondern wir hatten einfach diese mega vielen Reisen. Also teilweise war ich zum Beispiel 8 Wochen am Stück in Kapstadt. Und wir sind dann nur mal kurz übers Wochenende nach Hause geflogen, um die Wäsche zu waschen, kurz mal Freundin, Frau zu sehen und dann zack, am Montag gleich wieder in den Flieger und wieder 12 Stunden nach Kapstadt geflogen, um dort dann die nächsten Strecken zu machen. Ich meine, das war dann schon eine sehr, sehr große Herausforderung, hat aber auch mega viel Spaß gemacht, ja. Also sagen wir mal so, ich bin natürlich jetzt nicht unbedingt der geborene Künstler, sondern ich bin eher so der Autodidakt, der natürlich gewisse Dinge sehen kann und weiß, okay, das kann man jetzt so umsetzen oder so. Natürlich holt man sich oftmals auch Anregungen, indem man, sage ich jetzt mal, sich Modemagazine anschaut, Kataloge anschaut, Werbeaufnahmen und dann natürlich versucht schon ein bisschen auch seinen eigenen Stil zu kreieren, ganz klar. Aber dass ich jetzt so der Künstler bin, der irgendwo im Kämmerchen was ausgetüftelt hat und dann das eben zu seinem großen Stil aufgebaut hat, zu der Sorte Fotograf gehöre ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich verstehe mein Handwerk, hatte ja auch 20 Jahre lang einen Meister an meiner Seite, der mir natürlich auch vieles gezeigt hat. Ich auch viel über die Schulter habe sehen können und habe vieles dann auch so übernommen. Trotzdem hat ja jeder seinen eigenen Stil, ja. Ganz genau. Dein Vater war ja mit Sicherheit ein Fotografenmeister. Hast du dann auch irgendwie gesagt, okay, dann hast du eine Ausbildung gemacht oder hast einen Meister gemacht? Du hast quasi einfach sozusagen, du hast ja alles von ihm gelernt, ne? Also hast du das quasi dann eins zu eins direkt von ihm bekommen. Genau. Ne? Also in Deutschland war es dann so, man musste jetzt nicht einen Meister haben, um den Fotografenberuf auszuüben. Deswegen, ich nenne mich auch Fotodesigner. Das kann man einfach so machen. Also natürlich gibt es den klassischen Weg, indem man eine Ausbildung macht, eine Lehre, 2 Jahre, 3 Jahre, verbunden mit einer Fotoberufsschule. Aber es gibt ja auch, Fotografie kann man auch studieren, da gibt es auch Hochschulen, ich glaube in Dortmund, in München, Hannover, glaube ich vielleicht sogar auch, weiß ich jetzt nicht genau. Aber
diesen Weg bin ich nicht gegangen, sondern einfach Autodidakt gelernt, gemacht und fertig. Ja. Genau, ja. Ja, wenn du da einen Fotografenmeister jeden Tag an der Seite hast, ist ja besser geht's ja kaum, ne? Ist besser als in der Schule, wenn er dir eins zu eins alles beibringen kann. Hatte er dein Vater schon in Wien ein Studio, in Vorarlberg und dann am Bodensee? Also ist das Studio mit euch quasi immer so gleich mitgezogen? Nein, es war nicht so. Er hat zuerst in München auch als Assistent beim Herrn Kaufmann, das war auch ein sehr bekannter Fotograf, dort als Assistent gearbeitet. Dann ging der Weg nach Rosenheim und von Rosenheim wurde ihm angeboten, dann das Europastudio in Wien aufzubauen. Das Europastudio in Wien gibt es, glaube ich, jetzt heute nicht mehr. Die haben damals ganz viel für Quelle Österreich gemacht. Und da ist ja so ein Katalog, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, 500 Seiten oder mehr, also so einen richtig dicken Schinken, angefangen von Modeaufnahmen, aber auch Möbel und andere Gegenstände. Und das war im Prinzip das Hauptgeschäft. Als Ausländer in Österreich, also Ausländer, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, sagen was anders, als Deutscher in Österreich, naja, hat man immer so ein bisschen geguckt, wieso, jetzt muss das ein Deutscher machen, können wir das nicht selber? Gab es natürlich da auch vielleicht ein bisschen Spannungen. Und dann war es aber so, dass mein Vater gesehen hat, dass in Vorarlberg ein wahnsinniger Textilmarkt ist. Also da gab es ganz, ganz viele Konfektionisten, die also die Sachen selber produziert haben und dann eben auch verkauft haben. Und dann wurde ihm damals in Dornbirn eine Stelle als Fotograf angeboten. Das war, glaube ich, der Foto Romberg, auch ein großes Unternehmen damals. Da hat er da eine Zeit lang gearbeitet. Und dann hat er sich aber dann doch selbstständig gemacht, weil er gesagt hat, lieber selber arbeiten, selber das Geld verdienen, ja, anstatt nur angestellt und dann kriegt man halt vielleicht nicht ganz so viel. Und somit wurde dann, glaube ich, 1968 oder 69 dann das eigene Fotostudio PJ in Bregenz damals gegründet und 1974 durften wir dann wieder zurück nach Deutschland. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Warum durften wir wieder zurück nach Deutschland? Also mein Vater wollte damals auch nicht zur Bundeswehr und war Verweigerer. Aber zu der damaligen Zeit gab es das nicht mit Zivildienst oder Ähnlichem. Und somit waren wir eigentlich quasi fahnenflüchtig. Ja? Und Österreich hat damals nicht ausgeliefert und somit sind wir damals nach Österreich und 1974 war da mein Vater schon über 30 und somit konnten sie ihn nicht mehr einziehen, weil er schon zu alt war. Und deswegen sind wir dann wieder nach Lindau, also nach Deutschland zurück. Ja. Das sind krasse Geschichten, aber ja, war damals so, ne? Ja. Auf jeden Fall auch von den Städten her sehr interessant, weil ich habe sehr, sehr, sehr viele Fotografen aus Wien. Mhm. Natürlich ist das die Hauptstadt, das sind natürlich viele, aber auch Vorarlberg. Das sind so wirklich die Städte, da sprießen die Fotografen, Filmemacher nur so aus den Boden raus. Wie war das bei euch zu der Zeit? War das, sage ich mal, gab es da viele Fotostudios? Hattet ihr viel Konkurrenz oder wart ihr da relativ leer entspannt? Also zu der Zeit, sagen wir jetzt mal, Vorarlberg, Bregenz bis 1974 war mein Vater einer der wenigen. Also da gab es nicht viele, ich sag jetzt mal vielleicht eine Handvoll. Mein Vater hatte natürlich schon das mit dem Fotografieren super drauf und konnte sich natürlich auch abheben von anderen Mitbewerbern, nennen wir es jetzt mal so. Also er war eigentlich der Einzige in Vorarlberg, der vernünftige Kollektionsaufnahmen, Modeaufnahmen und so weiter erstellt hat. Da war er natürlich sehr weit oben. Da gab es, glaube ich, jetzt niemand groß, der ihm da das Wasser reichen konnte. Und das hat sich dann eigentlich auch in Lindau so fortgezogen. Der Standort Lindau war an für sich gar nicht so verkehrt, weil wir den Flughafen Friedrichshafen haben und von dort aus relativ schnell Drehkreuz Frankfurt oder halt dann auch in die anderen Städte zu fliegen. Aber bei der Katalogfotografie, da triffst du dich einmal beim Kunden im Haus, da wird die Kollektion gezeigt, es wird mit der Grafik besprochen, man kriegt Layouts, das war ja alles damals noch gezeichnet. Da hast du riesen Blätter gehabt, wo die einzelnen Seiten dann aufgebaut waren. Dann hast du dich noch mit der Einkäuferin für die Kleidung oder dem Einkäufer dann noch besprochen. Dann war eine Stylistin mit dabei, die dann auch, wo man die Kollektion durchgegangen ist. Dann wurden die Sachen verpackt in Koffern, zack, an den Flughafen. Und man ist dann im Prinzip gemeinsam meistens mit der Einkäuferin oder dem Werbeleiter
egal wohin geflogen und hat eben dann dort fotografiert. Was damals sehr wichtig war, wir mussten immer Locations haben, wo es auch ein professionelles Fotolabor gab, weil die Filme sollten ja schnellst entwickelt werden. Das bedeutet, man hat in der Früh angefangen zum Fotografieren bis mittags. Die Filme wurden dann in der Mittags meistens vom Assistenten dann ins Labor gebracht. Dann wurden schon mal die ersten Clips gemacht. Das heißt, aus jedem Film 3 Frames rausgezogen, wo du deine Belichtungsreihe hattest. Also gemessen, Drittel auf, Drittel zu, Blende. Und dann konnte man bestimmen, wie der fortlaufende Film dann entwickelt worden ist. Das hat man dann am Nachmittag gemacht. Man war wieder am Fotografieren und abends wieder dasselbe Spiel. Man hat dann die Filme abgeholt vom Vormittag. Abends wurden dann noch die Filme vom Nachmittag entwickelt. Und eigentlich meistens so 22 Uhr war dann alles vom Tag fertig. Konnte dann mit dem Kunden noch schnell durchsichten, hat geschaut, jo, Aufnahme passt, alles wunderbar, oder lass uns da vielleicht noch mal was anderes probieren. Und so war das täglich, jeden Tag der gleiche Ablauf. Das heißt also, so eine Produktion von 14 Tagen oder auch 3 Wochen war man jeden Tag am Arbeiten. Und dann gab es noch, wenn die Produktion abgeschlossen war, vielleicht noch ein Tag Ruhe, zack, wieder alles eingepackt und dann nach Hause geflogen. Also so wie viele immer gedacht haben, ah, du fliegst nach Kapstadt, oh toll, da so ein bisschen fotografieren, du siehst bestimmt auch viel von dem Land, total chillig, nee. Also das war richtig harte Arbeit. Man ist dorthin geflogen, am späten Nachmittag hat man das erste Casting gehabt, da kamen dann, je nachdem wo man war, 200 oder 100 Models, die haben dann ihre Bücher vorgelegt, also ihre Fotomappen, also sowas in der Art halt dann, na, wo dann eben dann quasi dann halt auch Bilder dann drin sind. Und dann hat man gemeinsam mit dem Kunden die Models festgelegt, die dann eben für die Strecken dann gebucht werden. Am nächsten Tag hat man dann noch Location gemacht, hat geschaut, okay, wo fotografiere ich die Strecke, wo gehe ich mit der Strecke was anderes, weil ich eben ein anderes Motiv brauche. Und am übernächsten Tag hat man begonnen zu fotografieren, bis man fertig war. Jawohl, dein Vater hat ja, sag ich mal, primär war das Geschäft ja Mode und Katalog. Genau. Er hatte ja ein eigenes Studio. Habt ihr dann auch damals schon andere Gebiete angeboten, wie zum Beispiel Porträts, Business-Porträts, oder war es eigentlich primär nur Mode? Also hin und wieder mal kam dann schon auch vielleicht ein Business-Porträt dazu, aber das war, würde ich sagen, vielleicht maximal 5%. Also die komplette Auslastung war rein in der Modefotografie oder auch Werbung. Also es gab dann schon auch mal so Kampagnen, es gab, weiß nicht, ob es die jetzt noch gibt, die Firma Schleicher aus Markdorf, die haben Aktenvernichtungsgeräte hergestellt, sind ja im Prinzip eigentlich nicht gerade fotogene Gegenstände, ja. Diese grauen Kästen, ob klein oder groß, Riesenmaschinen. Und da haben wir damals mit einer Werbeagentur aus Lindau eine Kampagne fotografiert, wo wir Laiendarsteller dazugenommen haben, die dann verschiedene Szenerien durchgespielt haben. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da war eine hübsche Blondine mit einer entsprechenden Oberweite, gekleidet in Dessous mit halterlosen Strümpfen. Und dann war ein kleiner, etwas dickbäuchiger Herr mit Sonnenbrille, Cappy, Hawaii-Hemd. Und die waren gerade dabei, wie sie so einen Filmstreifen quasi in dieses Aktenvernichtungsgerät reinlaufen lassen, um dort einen Film zu vernichten, der vielleicht nicht gerade für jedermann bestimmt war. Jetzt weiß ich, warum du Fotograf geworden bist, Marc. Naja. Und das war halt, da haben wir dann in dem Studio so richtige Sets aufgebaut. Also mit Wände aufgestellt, Wände tapeziert, Böden verlegt. Also das war eine Riesengeschichte. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Produktion ging, bestimmt 3 Wochen. Und da wurden dann eben spezifisch Aufnahmen erstellt für eben diesen Aktenvernichtungshersteller. Also solche Sachen gab es auch. Dann ein sehr langjähriger Kunde auch war die Stadt bzw. der Deutsche Schmuck- und Edelsteinverband Ida Oberstein, wo wir also einmal im Jahr dann quasi unser komplettes Equipment von Lindau nach Ida Oberstein gekarrt haben und haben dort dann die neuesten Schmuck-,
Designer-Kreationen dann abgelichtet, meistens auch mit Fotomodels. Also solche Dinge waren es dann schon auch. Aber 85% rein war reine Modefotografie. Okay, jetzt verstehe ich, weil ich dachte mir, okay, wenn ihr jetzt da mehrere Wochen Kapstadt, Miami, dann ist ja der Laden dicht, ne? Weil ihr seid ja beide wahrscheinlich ja unterwegs und dann können ja keine weiteren Shootings durchgeführt werden. Aber wenn ihr ja, sag ich mal, einen großen Modekatalog-Shooting dann dort habt, dann hat sich das natürlich auch gelohnt. Dann braucht man ja auch keine weiteren Shootings im Studio. Genau. Also von der Modefotografie, sage ich jetzt mal, bis 2005, 2006 konnte man, wenn man gut im Geschäft war, sehr, sehr gut davon leben. Ja, weil es waren ja tägliche Shootings. Es wurde natürlich auch alles bezahlt, Übernachtung, Essen, Spesen, natürlich auch das Filmmaterial, Polaroids damals noch. Also man hat zuerst eine Aufnahme gemacht, Polaroid nach 2 Minuten abgezogen, geguckt, ah ja, Foto sieht's gut, Werbeleiter gezeigt, passt, ins Layout eingeklebt und dann Kamera gewechselt, zack, Dia, Film fotografiert. Und so war das täglich eigentlich der gleiche Prozess, ja. Mhm. Jawohl, was geht so bei so einem Auftrag mal durch? Weil also wenn jetzt Spesen, Flug, Hotel und dann natürlich kommt ja erst die Arbeit, die sie bezahlen, dann müssen ja mindestens mal 10, 20, 30.000 mal so für so einen Auftrag bezahlt also, haben, oder? Also, nehmen wir jetzt mal einen Katalog. Haben wir jetzt hier zum Beispiel Waschbär. Ist ein Ökoversender aus Freiburg. Ein ganzer Katalog, der eigentlich dann schon auch viel mit Modeaufnahmen besteht, ja. So ein Katalog hat eine Produktion, das waren dann roundabout 14 bis 17 Tage. Da reden wir kurz mal über 200.000 Euro. Jawohl, aber das ist ja nicht nur für den Fotografen. Ne? Nein, ja, da ist natürlich dann auch Modelkosten dabei, Spesen, Übernachtung, Flüge, Filmmaterial. Das war im Prinzip meistens so das Budget. Es gab unterschiedliche Kataloge. Also jetzt bei solchen Versendern wie jetzt Waschbär, nehmen wir jetzt den, da war es so, dass, oder auch Gebrüder Götz zum Beispiel, habe ich auch sehr viele Kataloge fotografiert, die sitzen in Würzburg, sind bekannt ein bisschen geworden durch Schuhe auch, aber nicht verwechseln mit Görz, sondern Götz. Da war es so, dass die gesagt haben, okay, Herr Piot, wir brauchen einen Katalog, wir brauchen 100 Seiten, und pro Seite bezahlen wir Ihnen Summe X. So, dann hat man das hochgerechnet und dann hatten wir ein Budget zur Verfügung. Und mit diesem Budget, das ging dann alles über die Firma Peot Fotografie. Das heißt, Models haben wir gebucht, die Produktionsfirma haben wir gebucht und alles, was man dazu braucht, Flüge, Hotel etc. Und der Kunde war natürlich so weit mit involviert, dass man ihm die Models vorgeschlagen hat. Er konnte sich also aus einem Pulk von, sage ich mal, vielleicht 50 Vorschlägen 10 raussuchen. Die wurden dann mal vorab optioniert, weil es ging ja dann damals noch alles über Fax, ja, also nichts hier mit E-Mail und sowas oder Handy. Das kam dann erst später. Dann wurden die erstmal optioniert und schlussendlich die Models hat man dann gebucht nach dem Live-Casting, weil auf einer Setkarte kann man zwar schon auch einiges sehen, aber wenn du sie live siehst, ist nochmal ein Unterschied. Und dann hat man eben mit dem Kunden dann vor Ort entschieden und gesagt, okay, Model 1 nehmen wir jetzt für 3 Tage, Model 3 nehmen wir für 2 Tage und so weiter. Und deswegen war es eben wichtig, Location zu haben, wo ein Fotolabor ist. Zweitens natürlich auch eine Produktionsfirma, die einem dann auch behilflich ist bei Locations. Weil für manche Locations muss man bezahlen. Oder auch für viele Locations braucht man eine Permission, also eine Genehmigung. Und natürlich auch das Handling mit den Agenturen, was Models anbelangt. Weil in Kapstadt zum Beispiel gibt es bestimmt 5, 6, 7, 8 Agenturen. Und damit du nicht jetzt als Fotograf mit dem Kunden zu jeder Agentur musst, übernimmt es die Produktionsfirma für dich. Dann werden die alle eingeladen und dann kommen die. So, Miami zum Beispiel, hast du Models, da kommen 200 Models zu einem Casting. Die sehen alle klasse aus. Also da kannst du, da gibt es kaum jemand, wo du sagen musst, nee, geht gar nicht. Im Vergleich damals zu Kapstadt, da konntest du froh sein, wenn du vielleicht 30 rausgefunden hast. Deswegen war es am Anfang, als Kapstadt groß geworden ist, so, dass die einen oder anderen Kunden gesagt haben,
wir möchten aber gerne das Model haben oder das, und es wurde dann extra eingeflogen. Wenn der Kunde das Budget hatte, war das auch kein Problem. Ja. Sehr gut. Wenn es jetzt, sage ich mal, bestimmte, also die Frage ist zum Beispiel, hat das der Kunde zum Beispiel Miami oder Kapstadt vorgegeben? Oder war das von euch, wo ihr gesagt habt, okay, dort ist eine gute Location? Wie gab es das? Also könnte man das nicht theoretisch sagen, okay, man hätte das auch im Studio irgendwie nachbilden können? Oder warum Miami, ja, warum Kapstadt? Okay, also um die Frage, da muss ich jetzt ein kleines bisschen ausholen. Also bei den großen Versendern, ob das jetzt Otto, Neckermann, Quelle war, die hatten schon lange ihre Standorte dort. Also die kannten sich einfach aus. Und es ist ja so, dass man bei Versendern immer ein halbes Jahr im Voraus fotografieren muss. Das bedeutet, die Sommerware ist im Februar ready. Aber im Februar kann ich in Deutschland keine Außenaufnahmen-Mode machen, weil entweder regnet, schneit oder es ist kalt. Deswegen muss man irgendwo hin, wo schön ist. Und natürlich hat sich da eben so eine Location wie Miami halt entwickelt, weil das natürlich auch interessant war von den Hintergründen und natürlich auch logischerweise vom Wetter, weil normalerweise, wenn man gesagt hat, Januar, Februar, März, das waren so die Hauptzeiten der Sommerproduktion, hatte man in Miami zum Beispiel am wenigsten Probleme. Natürlich gab es auch Kunden, die uns gefragt haben, wo können wir denn hin? Und dann haben wir halt die Vorschläge gemacht. Das heißt, es gab ja dann irgendwann mal genügend Location-Fotos, hat man dem Kunden dann gezeigt, schau mal, das haben wir da, da haben wir das, da haben wir das und das. Und dann hat der Kunde gesagt, okay, Herr Beert, wenn Sie meinen, da können wir das machen, dann gehen wir da hin. Also das war dann so ein bisschen auch eine Vertrauensbasis. Miami war dann irgendwann mal abfotografiert. Also es gab ja dann auch nichts Neues. Und dann hat man überlegt. Und dann kam plötzlich Kapstadt. Und Kapstadt hat natürlich auch den Vorteil gehabt, dass es um mindestens 30% billiger war wie in Florida. Also die Produktionskosten konnte man ein bisschen senken. Und somit war es natürlich für viele Kunden auch dann dort einfach möglich oder lukrativ. Kapstadt hatte ja auch den Vorteil, dass man innerhalb eines Radius, sage ich mal, von 80, 90 Kilometern alles hat. Du hast Strand, du hast Berge, du hast City-Motive, du hast Weinfarmen, wo es ein bisschen rustikaler aussieht. Es gibt dort wirklich alles. Das Einzige, was in Kapstadt manchmal uns zur Verzweiflung gebracht hat, war der Wind. So. Und je nachdem, wie stark der Wind war, kann es dann schon mal vorkommen, dass du am Morgen in einer Reihe mit 5 oder 7 anderen Fotografen stehst, weil wir nur einen Spot haben, der windgeschützt ist. Aber ansonsten ging es dann schon. Ich hatte einmal, hatten wir ein Shooting, da ging es für Peter Hahn um Landhausmode. Also so nicht Trachten, sondern eher Landhausmode. Und da waren natürlich auch dann so diese Weinfarmen sehr interessant, weil da auch alles sehr gepflegt war. Schöner grüner Rasen, alte Gebäude, aber auch die Natur drumherum super. Und da bläst der Wind natürlich dann auch oft. Da mussten wir dann so 2 VW-Busse aufstellen, rechts und links. 2 Assistenten, die den Abhalter halten, den Windbreaker, damit wir einigermaßen fotografieren konnten. Das war nicht immer so, aber Kapstadt ist natürlich schon auch dafür bekannt. Da kann es auch schon mal ganz schön windig sein, ja. Jawohl, krass. Wenn wir schon gerade dabei sind, auch eine wichtige Frage. Vielleicht hast du ja so eine Story im Hinterkopf, oder vielleicht hat sich bei dir was eingebrannt, was so richtig mal schief gelaufen ist. Keine Ahnung. Damals hat man zum Beispiel ja noch alles in analog gemacht, ne, nicht mal an, bei euch da zu der Zeit. Keine Ahnung, habt ihr mal einen ordentlichen Shoot gemacht und dann seid ihr zurückgeflogen und was weiß ich, die Filme haben nicht, sind durchgebrannt oder was gab es da so für, okay, Storys? Also Gott sei Dank, das ist nicht passiert. Ich weiß nur von einem Kollegen, der damals irgendwo Bademode, ich glaube, das war für Sportcheck, fotografiert hat und da ging der Verschluss bei der Kamera nicht auf und er hat es nicht überprüft. Eine Woche Produktion, ich weiß nicht wo, Malediven oder egal wo, kam zurück, alle Filme waren schwarz. Ach, so, das ist natürlich der Worst Case. Natürlich war das für uns dann ein Warnhinweis. Also jedes Mal, wenn du quasi die Kamera geöffnet hast, hast du erstmal 1-2 Mal auf den Auslöser gedrückt und hast geschaut, ob hinten der Verschluss aufgeht. Dann hast du den Film eingelegt, hast fotografiert, fertig.
Da wir aber jetzt, sagen wir mal, überwiegend Produktionen hatten, wo ja Labors vor Ort waren, konntest du ja auch immer gleich dann nach ein paar Stunden sehen, ist das Ergebnis in Ordnung, ist was auf dem Filmmaterial drauf oder ist irgendwas schiefgelaufen. Natürlich war es dann auch mal so, das kam aber, glaube ich, nur ein- oder zweimal vor, dass dieses Labor dort die Filme verentwickelt hat. Ja. Ja. Also das war ja so, man hatte mal einen Clip gemacht, da wurden 3 Frames rausgezogen, habe ich ja anfangs schon mal gesagt, und dann konnte man ja sehen die Belichtungsreihe und hat dann entschieden, wie wird der restliche Film entwickelt. Und da ist dann mal ein Missverständnis passiert, dann waren die Filme zu hell. Also die waren dann leider überbelichtet. Ja. War dann nicht mehr reparierbar. Wenn ein Film zu dunkel war, beim Einscannen nachher aber zurückfahren, wenn nichts da ist, kann man nichts zurückholen, musste man dann leider wiederholen, gab es ein bisschen Ärger. Das Labor kam uns logischerweise entgegen und sagt, ja, also die nächsten, keine Ahnung, 100 Filme verlangen wir nichts für die Entwicklungskosten. Das kann mal im Eifer des Gefechts passieren. Ich kann mich auch noch an eine Geschichte erinnern, das war gerade für diesen Öko-Versender aus Freiburg, also Waschbär, hatten wir eine traumhafte Location ausgesucht, wo die Gräser so ganz gelb und so hoch waren. Und da haben wir gesagt, okay, die Location nutzen wir in 5 Tagen. So, alles klar, Permission eingeholt. Wir fahren am Morgen in der Früh. Meistens musste man schon um 6 Uhr, hat man sich auf den Weg gemacht mit so einem Sprinter halt, wo die Models drin saßen, die Klamotten hingen hinten drinnen auf einer Kleiderstange, kamen an die Location hin und ich sag dir, mir ist die Kamera aus der Hand gefallen. Es war alles schwarz. Die haben das komplette Feld abgebrannt. Ach du Scheiße. Tja, Location bye bye. Was habt ihr dann gemacht? Andere Location suchen. Aber dann für die Zeit rennt doch. Natürlich. Das ist natürlich immer ein bisschen so der Faktor, der Zeitfaktor. Was unser größter Feind war bei den ganzen Produktionen, war immer das Wetter. Ich sag's jetzt mal noch so, in den 90er Jahren war das Wetter noch relativ beständig. Das wurde dann immer schlimmer, sage ich mal so, ab Mitte der 2000. Also ab 2004, 2003, 2005. Dass du einfach nicht mehr so ein beständiges Wetter hattest. Da fing es eigentlich schon an mit den möglicherweise großen Klimaproblemen. Ich hatte eine Produktion, da waren wir auch 14 Tage gebucht, in Estepona, das ist bei Malaga unten in Spanien. Die hatten im September dort immer ein traumhaftes Wetter. Und wir hatten von den 14 Tagen 7 Tage Regen. So. Was machst du dann? Normalerweise gibt es natürlich immer einen sogenannten Plan B, dass du irgendwo innen reingehst. Dieser Kunde, ich sage jetzt bewusst den Namen nicht, ist ja auch egal, der war etwas schwierig. Und hat gesagt, nein, Marc, keine Innenaufnahmen. Wir brauchen Außenaufnahmen. Und habe ich gesagt, ja, aber es regnet. Was soll ich tun? Ja, das wissen wir jetzt auch nicht. Dann habe ich gesagt, okay, Leute, wir erhöhen die Schlagzahl. Normalerweise eine Fotoproduktion, Modeaufnahmen, 18 Einstellungen am Tag. Das ist schon hartes Pensum, aber bei einer Katalogfotografie arbeitest du ja immer mit einer langen Brennweite, um den Hintergrund schön unscharf zu machen. Und somit musst du dich immer nur ein bisschen drehen. Und schon sieht der Hintergrund ein kleines bisschen anders aus. So. Aufgrund dieser wirklich schlimmen Wettersituation muss sich die Schlagzahl erhöhen und zwar ums Doppelte. Damit wir trotzdem in diesen 14 Tagen alle Aufnahmen in den Kasten kriegen. Das werde ich nie wieder machen in meinem Leben. Das glaube ich dir. Ich sage dir auch warum. Anstatt dass der Kunde dem Fotografen und dem ganzen Team auf die Schulter klopft und sagt, lieber Marc, vielen, vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz, dass du das trotzdem hinbekommen hast. Sind wir mehr als glücklich? Nein. Weißt du, was ich gehört habe? Die Fotos sehen ja alle gleich aus. Dann habe ich gesagt, ja, wie stellt ihr euch denn das vor? Also ich meine, Location-Wechsel oder jetzt mit dem Equipment
100 Meter woanders hin, wieder alles aufzubauen und dann weiter zu fotografieren, da schaffst du keine 40 Aufnahmen am Tag. Das geht nicht. Also bitte, ich habe euch jeden, wir hätten normalerweise verlängern müssen. Das bedeutet für den Kunden jeden Tag 20.000 Euro, was er on top bezahlen muss. Weil die Models wollen ja Geld haben. Ob du fotografierst oder nicht, interessiert dich nicht. Fotograf genau dasselbe, Stylistin auch, Hotel auch, Produktion, alle wollen ja Geld haben. So, und da habe ich dann leider, ich sag's jetzt mal etwas banal, den Tritt in den Hintern bekommen und war den Kunden los. Ja, fürs Wetter kannst du ja nichts, aber gut, dann ist es halt so, ne? Tja, das ist es. So, und nach diesen Erfahrungen, die man dann so im Laufe der Zeit gemacht hat, kam dann die Überlegung, Mensch, das muss doch irgendwie anders zu lösen sein, weil das Wetterproblem haben ja alle. Und da kam das gerade 2003, 2004, das Digitale. So, und da habe ich damals mir die Mühe gemacht, in meinem Fotostudio eine Location aufzubauen, also Sand ausgeschüttet, das Licht so nachgestellt, wie wenn es die Sonne wäre. Und dann hat man digital Hintergründe eingezogen. Und ich sag dir, das sah so gut aus. Schon damals, heute ist ja Photoshop Weltklasse zu dem, was damals war, ein Laie hätte es nicht erkannt, ob das drinnen oder draußen ist. Natürlich ist das Sonnenlicht noch ein bisschen anders wie ein Studiolicht, ganz klar. Aber bei den kleinen Bildern, die nachher in dem Katalog drin sind, wäre das nicht wirklich aufgefallen. Also, was haben wir gemacht? Eine Doppelseite gestalten lassen, Ruf ausgedruckt und das verschickt an alle Versender. Ein einziger hat sich drauf gemeldet und meinte, genial, super, klasse. Alle anderen hast du nichts gehört. Und jetzt sage ich dir auch, warum. Tja, ein Werbeleiter, der will ja lieber auf Kosten der Firma nach Miami fliegen, anstatt in Lindau im Fotostudio PJ im Dunkeln zu stehen. Richtig. Du verstehst es. Also da haben andere Sachen eine Rolle gespielt. Und deswegen kam es dann leider nicht zum Erfolg. Also es wurden nach wie vor Außenaufnahmen gemacht, ob das Wetter gut war oder schlecht war, war halt dann so. Wollen gerne reisen. Also du hast ja jetzt schon gesagt, es kam so ins digitale Zeitalter rein. Ja. Viele kennen ja gar nicht diese damalige Zeit, analog und alles. Vermisst du es ein bisschen oder sagst du, Gott sei Dank ist die Zeit vorbei und wir können jetzt digital fotografieren? Ja, sagen wir es mal so. Vermissen tue ich es nicht. Das Digitale ist natürlich deutlich toller, weil man kann wirklich mit wenig Klicks sehr viel an dem Bild verändern und gewisse Stördinge einfach rausretuschieren, nenne ich es jetzt mal so. Natürlich hast du auch als Fotograf Möglichkeiten, sehr stark in ein Bild einzugreifen. Früher hast du halt analog fotografiert, das heißt, das Diamaterial wurde entwickelt, du hast dem Kunden das Dia übergeben und was er nachher damit gemacht hat, lag nicht mehr in deiner Hand. Also von dem her ist das Digitale natürlich ein deutlicher, besserer Fortschritt und deswegen vermisse ich das Analoge nicht. Das Einzige, was ich vermisse, und da reden wir jetzt wieder über das Kaufmännische, natürlich ist es so, wenn ich heute als Fotograf bei meinem Großhändler 2000 Dia-Filme einkaufe, kriege ich natürlich einen anderen Preis, wie wenn ich jetzt zum Beispiel nur 100 einkaufe. Und natürlich gebe ich diesen Preis nicht 1:1 weiter, ist klar. Ein Reifenhändler kauft ja auch die Autoreifen irgendwo groß bei einem Großhändler ein und haut entsprechend nachher seine Marge drauf. Das heißt, um es so zu erklären, dass es verständlich ist, man hat früher an einem Auftrag deutlich mehr eingenommen, wie es jetzt im Vergleich ist zur Digitalfotografie. Heute erwartet ja der Auftraggeber, der Kunde, ich will ein fertiges Bild haben, also eine fertige Datei. Und wie schnell oder wie gut du daran rumschraubst, hängt ja oft mit dir selber zusammen, wie gut bist du in der Bildbearbeitung. Ja? Und eigentlich müsste man dem Kunden sagen, okay, das ist die Rohdatei, sie wollen gerne nachher ein fertiges
eine druckfertige Datei haben. Also muss ich Ihnen jetzt noch für diese Arbeit ein entsprechendes Honorar in Rechnung stellen. So wäre es eigentlich richtig. Weil jetzt spart sich ja der Kunde Polaroid ein, Filmmaterial ein und die Entwicklungskosten. Ja? Und somit wird für ihn die Produktion billiger, aber ich habe trotzdem hinterher noch die Arbeit am Computer zu sitzen und die Bilder entsprechend zu bearbeiten. Und da haben, glaube ich, am Anfang viele Fotografen einen großen Fehler gemacht, indem sie einfach halt sagten, ja, mache ich schon, kostet nichts. Das war jetzt ein bisschen schwäbisch, ja. Deswegen fand ich das ein bisschen schade. Es gibt schon den einen oder anderen Kunden, den ich auch habe, wo ich sage, okay, wenn ich die Bildbearbeitung machen soll, muss ich halt noch entsprechend was dazu berechnen. Aber bei vielen anderen ist es so, die sagen einfach, machen wir selber. Und mittlerweile sind die Digitalkameras ja mega toll zu dem, wie es am Anfang war. Jawohl, habt ihr damals, also heutzutage Lightroom, Photoshop, jeder kennt sich aus, ja, kann das sofort runterladen, Gas geben. Damals war ja mit analog, gab es da überhaupt irgendeine Möglichkeit, das Bild zu bearbeiten, zu manipulieren? Wie habt ihr das gemacht damals? Also, soweit ich das weiß, wurde das ja, das Dia auch nachher digitalisiert, indem es eingescannt worden ist. Und somit war es ja dann auch schon eine gewisse Digitalisierung, wo man dann entsprechend am Computer dran rumbasteln konnte. Ganz früher weiß ich noch, aber da war ich noch, wie gesagt, ein Kind, wurde dann ein Ausdruck gemacht. Also man hat entweder vom Dia oder vom Negativ einen Ausdruck erstellt und an diesem Ausdruck musste man dann da rumkratzen mit irgendwelchen, keine Ahnung was. Also kann ich dir leider nicht erklären, weil, wie gesagt, da war ich damals vielleicht 5, 6, 7 oder sowas in dem Alter. Deswegen, aber man konnte damals schon auch was an den Bildern machen, aber das war mega, mega teuer. Aber ihr habt ja auch, also du hast ja gesagt, dass die es einscannen und dann am PC, das habt ihr ja auch schon damals gemacht, aber damals gab es ja, glaube ich... Also ich selber, wir selber als Firma PJ Fotografie haben keine Dias eingescannt. Das ging dann im Prinzip an die sogenannte Litho-Anstalt, das waren Lithografen. Ja, okay. Das war die Vorstufe zum Druck. Die haben dann das Dia-Material bekommen, dann haben die das entsprechend eingescannt und dann wurde das in bestehende Layout-Seiten dann entsprechend eingepasst. Dann wurde noch ein Farbabgleich gemacht oder ein Stoffmusterabgleich. Das heißt, von jedem Stoffteil wurde ein Stückchen rausgeschnitten. Dann hat man unterm Kalklicht, also die haben auch kalibrierte Monitore gehabt, wurde dann genau diese Aufnahme abgestimmt. Und diese Informationen waren dann sozusagen die Informationen für den Drucker nachher. Und dann wurde gedruckt. Ja. Mhm, verstehe. Dann gehen wir mal weiter. Dein Vater ist dann sozusagen aus dem Unternehmen rausgegangen, hat das gesagt, Marc, du machst das jetzt hier, den ganzen Bums. Ja. Du machst das gut, du machst das jetzt weiter. Dann hat natürlich auch die Katalog, die sind ja auch massenweise dann insolvent gegangen oder haben dann das nicht mehr weitergemacht. Ja. Und jetzt natürlich ein großer Umbruch. So. Und du musst dich natürlich auch irgendwie am Markt beweisen, du musst dich weiterentwickeln als Fotograf. Was waren so deine Schritte, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt alleine, Kataloge sind weg, was eigentlich der Großteil reingebracht hat. Mhm. Wie hast du dein Unternehmen umstrukturiert, damit es weitergeht? Ja, also das war natürlich schon ein längerer Prozess und er war auch, sage ich jetzt auch mal so, auch ein kleines bisschen schmerzhaft. Insofern, weil natürlich dann viele Großkunden einfach nicht mehr kamen, weil es die nicht mehr gibt. Natürlich ist man umtriebig und man schaut, dass man trotzdem neue Kunden generiert, keine Frage. Ich habe dann gesagt, okay, ich bin mir für nichts zu schade. Ich mache auch Passbilder, Porträts, Hochzeiten, Aufnahmen, Werbeaufnahmen für Unternehmen. Wir haben hier zum Beispiel in der Region am Bodensee sehr viele natürlich auch Hotels, Restaurants. Also bin ich da auch ein bisschen in diese Hotelfotografie reingerutscht. Food, Speisen zu fotografieren, natürlich auch für Restaurants oder auch für Hotels. Dann kam dazu auch im Laufe der Zeit für Architekten, die also gerne ihre geplanten Objekte präsentieren möchten. Auch Immobilienmakler, wo dann eben teure Häuser
Wohnungen. Und die brauchen ja auch immer alles Bildmaterial. Also hat sich im Prinzip eigentlich so ab 2008 bis jetzt bin ich aus der Modefotografie quasi unfreiwillig raus und bin jetzt eigentlich eher ja, ein Werbefotograf, der alles anbietet. Also du musst heute in der Fotografie, wenn du auch ein Fotostudio betreibst, so wie ich, musst du einfach flexibel sein. Und darfst dir auch für nichts zu schade sein. Wie gesagt, klar ist ein Passbild keine kreative Fotografie, aber es ist trotzdem auch ein Auftrag. Und wenn es, sagen wir mal, vielleicht nur 30 Euro sind, 30 Euro ist besser wie gar nichts. Und vielleicht hat der ja auch eine Firma oder kennt wieder jemanden, der eine Firma hat. Ja? Also dieser sogenannte Schneeballeffekt, ja, spielt ja dann auch oft eine Rolle. Und wie gesagt, hier am Bodensee heiraten auch sehr viele Menschen, also auch Hochzeiten ist auch ein Thema. Und da war natürlich für mich immer ganz toll, weil ich schon, leider gibt es den Verlag nicht mehr, das ist das Magazin Hochzeit, der Terra Verlag, wo wir also 2-3 Mal im Jahr einzelne Hochzeitstrecken fotografiert haben, aber nicht so das Klassische, wo jeder eine Hochzeit fotografiert, sondern außergewöhnliche Location, also das Konträre dazu. Und das war auch immer sehr spannend, weil ich dann oftmals auch der Chefredakteurin dann gesagt habe, oh, ich habe da eine ganz tolle Location, da gehen wir hin, da machen wir das auch. Ja? Und somit konnte ich natürlich auch immer, wenn also Privatkunden zu mir kamen, also ein junges Paar oder auch ein älteres Paar, sagen, schauen Sie, ich bin der Fotograf, ich fotografiere für das Magazin Hochzeit. Und das hatten Sie bestimmt schon in den Händen, weil Sie sich ja vielleicht über Brautmode und ähnliches informieren wollten. Und somit war natürlich dann schon mal, oh wirklich? Oh ja? Und Sie würden unsere Hochzeit fotografieren? Sag ich, selbstverständlich. Ja. Das ist natürlich auch auf jeden Fall eine gute Referenz. So sieht aus. Wo das mit dem Modekatalogen so weggebrochen ist langsam, ich glaube mal, da war ja euer Steckenpferd und da kannten euch die Leute. Jetzt bist du ja breiter in die Masse rausgegangen. Jetzt bist du ja bei mir, um Online-Werbung zu machen, dass die Leute halt bei dir dann sich online eintragen. Das war ja damals noch gar nicht, diese Online-Welt war ja vor einigen Jahren noch gar nicht so präsent. Wie hast du dann damals diesen Umbruch gemacht? Hast du einfach dir ein Klemmbrett, bist dann zu den Laden reingegangen, hast gesagt, jo, so sieht's aus? Oder wie bist du da an die ersten Kunden damals gegangen? Es war so, dass ich im Prinzip eigentlich mich umgeschaut habe. Okay, ich habe meistens dann mir irgendwelche Zeitschriften angeschaut, Magazine und natürlich ja war dann ja auch Internet dann irgendwann mal auch präsent und habe halt so mal geguckt. Und wenn ich halt dann gesehen habe oder über irgendjemand gehört habe, ah, das ist die Firma X oder Y, dann habe ich mir natürlich als allererstes die Aufnahmen angeschaut. Und dann habe ich echt die Kaltakquise betrieben. Das heißt, ich war da so frech und habe angerufen und habe gesagt, hallo, ich bin der Herr Peot, ich bin Fotograf. Ich habe gesehen, Sie präsentieren sich ja im Internet. Ich habe Ihre Aufnahmen gesehen. Da sollten wir uns doch mal drüber unterhalten. Geben Sie mir doch mal eine halbe Stunde, dann komme ich Sie gerne besuchen. Und natürlich durch eine nette, unbekümmerte Art hat es dann oft auch geklappt und die haben mich dann eingeladen. Ich bin da hingefahren, konnte dann natürlich mein Portfolio zeigen, sagen, schauen Sie, so und so habe ich das umgesetzt, wenn es ähnliche Sachen waren. Und so meistens dann nach dem Gespräch haben sie gesagt, okay, Herr Peot, wir probieren das mit Ihnen. Und so habe ich mir dann halt wieder versucht, einen Kundenstamm aufzubauen mit vielen, vielen kleinen Kunden. Das ist zwar ein bisschen anstrengender, aber es ist von dem her für dich eine gewisse Sicherheit. Weil wenn einer mal nicht kommt, ist es nicht so schlimm. Aber wenn ein Großer nicht bezahlt? Wenn ein Großer nicht kommt, dann ist es ganz schlimm. Und das Nicht-Bezahlen, da musst du natürlich vorher aufpassen. Also das heißt, wenn ein Kunde dich bucht, und du musst sozusagen Fremdleistungen vorab bezahlen. Also Produktionsfirma, Flüge, Hotel etc. etc. Locations. Dann muss der Kunde mindestens zwischen 70% und 80% Vorauszahlung leisten. Weil das würde einem kleinen Unternehmen, wie meins ist, das Genick brechen. Richtig. Im Vergleich jetzt,
wenn ich zu den goldenen Zeiten meines Vaters zurückdenke, der konnte sich teilweise bis zu 3 Fotoassistenten in Festanstellung leisten. Das ist vorbei. Also ich buche nur noch freie Fotoassistenten, die ich gezielt für diverse Jobs einsetzen muss, weil ich es nicht alleine hinbekomme. Ansonsten bin ich ein Allrounder und mache alles allein, also das meiste alleine, ja. Jawohl. Also ich finde stark, dass du da auch, wo dieser Umbruch war, trotzdem aktiv geworden bist, weil es gibt viele Leute, also viele renommierte Fotografen, wo du ja auch dazu gehörst, die sehr stark schon im Geschäft sind, einen Namen haben, für große Namen schon geshootet haben und dann so sagen, ja, es hat nicht weitergeklappt, weil die sind ja weggebrochen, konnte ich ja nichts dafür. Und du hast trotzdem weitergemacht, du hast trotzdem den Hörer in die Hand genommen. Ne? Das heißt, du hast da nicht diese Scheu gehabt und hast aktiv dran gearbeitet. Das finde ich schon stark, weil andere sagen, ja, die Leute sollen auf mich zukommen. Ich mache die sonst gar nichts. Wenn es nicht klappt, dann war es der Markt. Entschuldigung, wenn ich lache, aber diese Vision oder Illusion muss ich rauben. Also natürlich gibt es immer wieder mal, wo mich natürlich fremde potenzielle Kunden dann auch anrufen und fragen, aber du musst Eigeninitiative ergreifen. Und das sind wir jetzt ja genau auch bei dem Punkt, dass ich ja auch deine Unterstützung brauche, weil du dich da natürlich auch gerade was Marketing anbelangt, mega, mega gut auskennst. Und natürlich höre ich immer wieder, ja, du musst Instagram machen, du musst Instagram machen, du musst Instagram machen. Ja, aber ich weiß nicht, man darf eins nicht vergessen, die meisten Instagram, das sind alles sehr, sehr junge Leute und ich gehöre halt schon eher zu der mittleren bis zu der älteren Generation. Aber deswegen habe ich dich ja jetzt auch mit ins Boot geholt, damit du mich entsprechend auch auf diese Schiene bringst, weil Fotografen gibt es heute wie Sand am Meer. Und das war natürlich früher alles nicht so. Und deswegen musst du natürlich dich schon ein bisschen auch unterscheiden. Das Unterscheiden gelingt dir meistens oft im ersten Gespräch. Wie sympathisch kommst du rüber? Das zweite ist natürlich auch ganz wichtig, dein Know-how. So, ich kann alles. Also für mich spielt es keine Rolle, fotografiere ich Mode, fotografiere ich ein Passbild, mache ich Business-Porträts, fotografiere ich ein Hotel. Das ist völlig egal. Es ist auch so, es gibt Fotografen, die sind auch maulfaul, sage ich mal. Die verstecken sich hinter ihrer Kamera und drücken 100-mal auf den Auslöser. Naja, 1, 2, 3 Bilder werden dann schon dabei sein. Das ist nicht die Art, wie ich arbeite. Also ich mache schon auch 2, 3 Schüsse und dann spreche ich aber wieder mit der Person, weil ich will ja ein Verhältnis aufbauen. Und umso intensiver das Verhältnis wird, umso besser werden die Fotos. Ich habe auch immer wieder mal Anfragen gehabt, jetzt letzte Zeit weniger neue, also Newcomers. Natürlich arbeitet man als Modefotograf mit Modelagenturen zusammen. Und auch diese brauchen ja immer die ersten Fotos, um einen Einstieg überhaupt in diese Welt zu bekommen. Und dann ist natürlich wichtig, wenn es ein professioneller Fotograf ist, der Erfahrung und Ahnung hat und auch helfen kann. Also ich habe oft schon Laien oder beziehungsweise Anfängerinnen bei mir im Studio gehabt. Wir haben super tolle Bilder erstellt. Mit diesen Bildern habe ich sie dann nach München geschickt zu den Agenturen. Natürlich war es einfacher, wenn sie den Namen Peot genannt haben. Dann haben sie meistens auch gleich ein Vorstellungsgespräch bekommen. Und wenn die Fotos einfach gut waren, das sind viele darunter heute Fotomodels, die ein gutes Geld verdienen. Sehr, sehr gut. So muss das sein. Ja. Bei diesen 30 Jahren frage ich mich natürlich, da ist extrem viel an Equipment, der jetzt, sage ich mal, angehäuft worden. Natürlich kann man nicht immer alles verwenden, weil vieles ist natürlich dann schon so alt oder die neue Zeit hat es abgelöst. Gibt es aber heute noch irgendwas, was du im Studio hast, was schon Asbach-uralt ist, aber wo du sagst, das ist immer noch etwas, was du immer noch gerne verwendest? Ja, das ist meine Windmaschine. Ich glaube, die ist aus dem Jahr 1965, vielleicht auch 68. Das ist eine Riesenturbine. Ich kann sie dir jetzt bis leider nicht zeigen, aber ich schicke dir mal ein Foto. Das Ding läuft immer noch. Das hört sich an, wie wenn ein Flugzeug hier drin landet, aber das bläst die Haare so, wie man es braucht. Das ist jetzt eins der Equipments, was ich tatsächlich immer noch habe. Ansonsten war klar, musste man natürlich im Laufe der Jahre das Equipment komplett erneuern. Also angefangen von Blitzlampen über die Blitzgeneratoren, die Softboxen oder auch direktes Licht, wie man ja da hinten auch sehen kann, dieser
runde Spot zum Beispiel. Das muss man im Laufe der Zeit immer wieder erneuern. Und dann natürlich auch die Kameras. Habe jetzt gerade erst letztes Jahr mir eine neue wieder zugelegt. Das ist die 1DX Mark III. Das schlägt halt gleich mal mit fast 7.000 Euro zu Buche. Das Gute war, Gott sei Dank, vielen Dank Canon, also ich arbeite mit Canon Equipment, dass ich nicht die Objektive habe erneuern müssen zum Großteil. Also die konnte man vom Analogen 1:1 aufs Digitale aufsetzen, war kein Problem. Aber auch da, Canon arbeitet ja auch ständig weiter, sind natürlich wieder neuere Objektive rausgekommen, die noch schneller sind, die noch schärfer sind, die noch lichtstärker sind. Klar, auch da gibt man immer wieder Geld aus. Also es ist leider nicht so, dass man sagt, einmal angeschafft, that's it, sondern man muss immer wieder. Und das, was ich hier in meinem Studio an Equipment habe, das ist schon eine größere Summe. Ich nenne es jetzt nicht, weil ich keine Lust habe, dass hier jemand einsteigt und mir dieses Zeug wegklaut. Aber es ist schon viel. Und was ich auch übernommen habe von meinem Vater damals noch, ganz cool, ich habe ein fahrbares Deckensystem. Das heißt, ich kann meine Blitzlampen alle aufhängen und kann die über ein Schaltpult manuell steuern. Das geil. Ist ganz, ganz toll für Sachaufnahmen, also Produktfotografie. Hab einen Kunden zum Beispiel, sitzt bei mir um die Ecke, ist die Firma Continental, auch bekannt unter dem Namen ADC Automotive, die ja diese ganzen Techniken entwickelt für autonomes Autofahren, glaube ich, nennt sich autonomes, glaube ich. Ja. Autonomes, genau, richtig, danke. Und da darf ich immer die Produkte fotografieren. Dann habe ich einen weiteren Kunden, der macht, ist ein Vertriebler von diesen Sicherheitsleuchten, weißt du, wo man sieht, immer dieses Männchen, grün, wo über in Kinos hängen oder egal, in großen Räumlichkeiten. Das sind als solche Kunden, wo ich dann rein Produktfotografie mache. Und da ist es super, weil du baust dir ein Set auf, also einen Tisch, stellst dein Zeug drauf, positionierst deine Kamera und dann kannst du das Licht millimetergenau fahren, ohne dass du jedes Mal an Stativ hin musst, das Stativ verschieben, das Licht versetzen. Das steuere ich alles über mein Schaltpult und ich kann im Prinzip, in der linken Hand habe ich das Schaltpult und rechts Auge, Kamera, durch den Sucher und sehe ganz genau, noch ein Tick mehr oder noch ein Tick weniger. Das ist natürlich ein Highlight, was ich in meinem Fotostudio habe, eben diese Aufhängung, wo ich meine Blitzanlage über ein Schaltpult steuern kann. Ja. Das ist schon geil. Also schon ja. Sehr nice, was man sich natürlich dann über die Jahre so aufbaut. Ja. Habt ihr schon immer mit Canon fotografiert? Gab es das damals überhaupt schon? Gab es andere Kamerasysteme damals? Wie war das? Also, es war so, dass wir 3 Systeme getestet haben. Das war einmal Canon, Minolta und Nikon. Im Prinzip, damals waren die alle gleich. Der Unterschied war, dass Canon die besten Objektive gemacht hat. Deswegen haben wir uns dann damals eben für Canon entschieden. Mein Vater hatte dann auch noch Rollei, also Mittelformat, also gerade jetzt bei Wäscheaufnahmen, wo es um die Feinstruktur ging, braucht man ein 6x6 Dia, damit die Schärfe, Brillanz besser da war. Und sogar noch für Sachaufnahmen die Sinar-Kamera, also diese mit der Standarte, wo man dann quasi die stürzenden Linien über die Kamera wieder gerade stellt. Machst du heute Photoshop? Damals gab es das nicht. Das war auch alles in unserem Equipment. Und wie gesagt, Kleinbild eigentlich dann schon immer Canon und immer bei Canon geblieben. Die Rollei Mittelformatkamera habe ich irgendwann mal verkauft. Braucht man nicht mehr. Und die Sinar habe ich leider auch vertickert. Aber damals gab es noch ein gutes Geld dafür. Braucht man heute eigentlich auch nicht mehr wirklich. Jawohl. Wenn ihr jetzt, sage ich mal, schon die ganzen Kameras dann immer gewechselt habt, habt ihr das anschließend dann gebraucht verkauft oder habt ihr dann einfach so, sage ich mal, irgendwo im Studio vielleicht so eine Vitrine oder so? Also die analogen Kameras, 5 Stück, habe ich noch in der Kiste, sind da. Kriegst du nichts mehr dafür. Und dann wollte ich sie auch nicht für 50 Euro hergeben. Also das, nee. Da hat dann mein Herz geblutet, weil da steckt wirklich viel Schweiß und viel Arbeit dahinter. Deswegen, die sind noch da, ja. Das Einzige, was ich immer wieder mal dann vertickert habe,
Digitalkamera habe ich verkauft, weil ich mir dann wieder eine neue zugelegt habe. Aber zwei Kameras brauchst du definitiv, weil es könnte ja eine mal ausfallen. Also ich habe zwei Kameras, die ich im Betrieb habe, ja. Jawohl. Ja, man sagt natürlich immer, ne, neue Kamera, besseres Glas, schärfer und hier, das geht nochmal schneller. Aber ich sage dir jetzt schon, auch ein paar Fotos, die vor 20 Jahren oder sowas von der Katalog da gemacht wurden, wenn die heute jetzt hier rausholen würdest und zeigen würdest, würden einige nicht erkennen, dass das mit einer 20 Jahre alten Kamera geschossen wurde. Ja. Also es geht nicht immer nur darum, ums beste Equipment. Es kommt halt darauf an, Fotograf, ne, wie setzt er es um? Das Auge, ne, also da gehört halt viel da auch dazu. Ne? Genau, so sehe ich es auch. Also natürlich, das Handwerkszeug braucht man, ganz klar. Da gibt es gewisse Vorgaben. Also gerade jetzt nennen wir nochmal das Thema Katalogfotografie. Ja, also Minimum 200, da mit einer Öffnung von 1,8, damit du eben diese wunderschöne aufgelöste Hintergrund bekommst. Oder ein 300er auch in der Tierfotografie, da arbeiten sie auch mit 600 oder mehr Brennweite. In Fußballstadien, wenn du immer diese langen Dinger siehst, das sind auch alles mit noch einer längeren Brennweite. Deswegen, klar, das braucht man, um gewisse Dinge umzusetzen. Aber viel entscheidender ist eigentlich das Auge. Also Dinge zu sehen, dass ich es perfekt umsetze. Auch in der Katalogfotografie war es für mich immer das oberste oder die oberste Priorität, eine Harmonie zwischen Kleidung und Hintergrund herzustellen. Ja? Und natürlich auch mit dem Licht umzugehen. Also das ist ja auch ganz, ganz entscheidend. Und da kam natürlich dann, das war dann eigentlich so, ja, Mitte, Ende der 90er Jahre, die Firma California Sun Bounce aus Hamburg. Die haben dann diese tollen, leichten Screens entwickelt, wo du mit einer Stange dann so einen Abhalter hast, damit du eben dann auch um die Mittagszeit trotzdem draußen fotografieren kannst, damit die Models nicht diese Augenringe bekommen oder die Augen nicht aufbekommen, weil das Licht zu stark ist. Das war natürlich eine Mega-Hilfe, mit diesem System zu arbeiten, ja, um eben die Bilder zu machen. Ja. Also klar, heutzutage, man holt sich das, es geht schneller, es ist schärfer, es ist, man kann mehr von Bildern nacheinander machen und so. Also es hat natürlich seine Vorteile, aber gerade am Anfang, wenn es auch vielleicht das Budget ein bisschen knapp ist, muss nicht immer gleich das Beste, es muss nicht jedes Jahr immer das Neueste sein. Wie gesagt, schon seit 20 Jahren kann man da richtig geile Fotos auch mit alten Kameras machen. Das ist auf jeden Fall dort sehr, sehr wichtig. Das unterschreibe ich auch, selbstverständlich. Also wie gesagt, man muss nicht immer das Neueste haben. Klar, es ist immer verlockend, aber man muss natürlich auch immer kaufmännisch ein bisschen denken. Und wie gesagt, so eine Kamera mit 7.000 oder 8.000 Euro, das ist schon eine Hausnummer. Das kaufe ich mir nicht mal schnell am Wochenende. Also ja, vielleicht früher mal zu den Zeiten meines Vaters noch, wäre das sicherlich besser möglich gewesen. Aber wie gesagt, die goldenen Zeiten der Katalog-Mode-Fotografie ist vorbei. Und, jawohl. Ja. Dann, wie sieht so ein Workflow bei dir heutzutage aus? Nutzt du die klassischen Sachen wie Lightroom, Photoshop oder machst du es ganz anders? Wie bearbeitest du deine Bilder? Also die Vorauswahl, dieses Programm wurde mittlerweile eingestellt. Das habe ich immer gemacht mit iView Media Pro, wo man quasi die einzelnen Bilder einfach nur reinschmeißt und dann kannst du dir auf dem Monitor 6 auf einmal angucken. Oder auch nur 2 oder 4, je nachdem, wie du es einstellst. Und dann kannst du die durchmarkieren, kannst auch Texte reinschreiben. Dann machst du damit die Vorauswahl. Und die kann auch der Kunde mitsehen, wenn er dabei ist. So, dann werden die besten Bilder rausgesucht. Die werden dann entsprechend markiert, damit sie sich von den anderen unterscheiden. Und dann gibt es halt klassisch Photoshop. Also ich mache alles mit Photoshop. Geil. Machst du auch irgendwelche Composings? Gehst du richtig tief rein oder sagst du so natürlich kommt immer auf den Kunden drauf an, wie er es gerne haben will. Was super toll ist im Photoshop, ist Stapelverarbeitung. Mega. Eine Einstellung, einmal gemacht, zack, über alle Bilder drüber laufen lassen. Wunderbar. 2 Minuten, fertig. Sehr, sehr geil. Wie lange nutzt du schon Adobe oder Photoshop generell? Ist das schon seit 10 Jahren? Oder? Ja, vielleicht, nee, schon länger. Ja. Und wird immer bleiben. Und jetzt habe ich ja schon gehört, es gibt eine neue Beta-Version. Ich glaube, du hast da auch schon ein bisschen was darüber gesprochen. Bin ich ja schon mega scharf drauf. Mal gucken. Also sicherlich erleichtert das noch vieles. Klar besteht jetzt dann vielleicht die Angst,
dass viele Fotografen vielleicht, da kann es jeder machen. Das allein ist es aber nicht. Richtig. Es ist immer noch, wie siehst du was? Wie setzt du es um? Und da hilft ja auch Photoshop nicht. Also ich meine, klar, erleichtert es vieles. Oder früher musste man immer sagen am Strand, können Sie bitte mal rausgehen, weil Sie sind im Hintergrund. Die haben das oft gar nicht gesehen. Klar, lange Brennweite, stehst weiter weg. Model im Bikini am Strand, ob das Miami oder Kapstadt war, ist ja völlig egal wo. Und dann liefen irgendwelche Leute durch oder haben sich da so hingestellt. Da musste es da mit dem Megafon schreien, Entschuldigung, Herr so und so oder Frau so und so, können Sie bitte mal rausgehen? Wäre heute egal. Photoshop, bums, zack, bum, klick, weg. Also, ja. Sehr geil. So sehe ich das auch als Add-on eigentlich. Man hat schon eine gute Arbeit und dann kann man die einfach nochmal verbessern. Ja. Also heute auch. Habe ein Foto von einem Kunden gepostet, das hat er mir im 4:3 Format geschickt, da hat mir oben und unten einfach noch viel gefehlt, um das im Hochformat einfach zu posten auf Instagram. Ja. Und habe ich einfach mal oben markiert, unten markiert, hier die generative Füllung gemacht von Photoshop Beta. Zack, hat da mir was hingeklatscht, was eigentlich gar nicht da gewesen ist, real gesehen. Mega. Und zack, kann ich das posten. Aber es sieht auch echt aus. Also es ist nicht so, dass die jetzt Leute glauben, dass es irgendwie gefaked oder sonst was, sondern es ist wirklich sehr, sehr gut und das so sehe ich das eher als Add-on. Man hat schon was und dann macht man es einfach noch mit dem Tool noch besser und das ist, glaube ich, der Ansatz, wie Fotografen, Filmemacher das nutzen sollten, so als Add-on. Und wenn du schon eine gute Arbeit machst und es damit dann noch besser machen kannst, da kommt ja auch so ein Amateur oder sowas, der halt auch keine Ahnung hat. Also man braucht auch generell erstmal Photoshop. Natürlich kann das später auch ein anderes Tool vielleicht oder eine App oder so. Aber heutzutage hat ja auch nicht jeder gleich Photoshop, wer jetzt, sage ich mal, nicht Designer, Fotograf oder Filmemacher genau. oder so ist. Ne? Also jetzt ein Beispiel. Ich habe jetzt demnächst ein Shooting, da geht es um einen Musikverein. Da muss ein sogenanntes neues Gruppenbild erstellt werden. Da sind 45 Personen auf einem Bild. Der Tag muss festgelegt sein, weil 45 Leute unter einen Hut zu kriegen, ist eh schon eine Challenge. So, was machst du jetzt? Es regnet. Also brauchst du natürlich Plan B. Gut, es gibt einen Plan B, überdacht in so einem Torgel, so ein Stadel irgendwie. Aber eigentlich draußen wäre es viel, viel schöner. Natur, Wiese, blauer Himmel, Sonnenschein. So, und jetzt mit der neuen Beta-Version könnte ich mir vorstellen, ein Klick, bums, die werden komplett woanders reinkopiert. Das kannst du heute auch in Photoshop klar, schon machen. Ja. Aber stell mal bitte 45 Leute frei. Ja. Das dauert eine Weile. Ja, ich habe auch vieles gemacht, was Photoshop Beta sozusagen mit der generativen Füllung machen kann. So mit, keine Ahnung, Kopierstempel und dann stempelst du genau. 1000 Jahre, bis es fertig ist. Aber es war einfach eine scheiß Arbeit. Also da hat man dann einfach 2-3 Minuten da rumgestempelt, damit man nicht irgendwelche Artefakte oder sowas da hatte. Und jetzt kannst du halt einfach kurz markieren, generieren, 2 Sekunden fertig und das ist einfach eine geile Arbeit oder beziehungsweise auch Arbeitserleichterung. Dann kann man sich auch auf wichtige Sachen fokussieren, ne? Ja, also das heißt, man ist dann so diesem Umweltstress vielleicht nicht mehr ganz so ausgesetzt, weil wie gesagt, Wetter, das war halt in der Modefotografie immer unser größter Widersacher oder auch nicht, je nachdem. Klar, Produktionen gemacht, auch Baderkatalog zum Beispiel habe ich in Athen fotografiert, also außerhalb von Athen. Ja, in Athen hast du im Juni, Juli, da regnet es nicht. Also da hast du jetzt keine Sorgen. Ja, wird natürlich in anderen Ländern dann wieder ein bisschen schwieriger. Deswegen, also ich sage es jetzt mal so, da kommt noch einiges auf uns zu, was diese Bildbearbeitungsgeschichte, dass es dir halt deutlich vereinfacht wird. Und das ist natürlich dann einfach entspannter, das Ganze. Aber du musst trotzdem im Vorfeld erstmal gute Bilder liefern. Weil was nützt dir das, wenn du irgendeinen tollen Hintergrund einkopierst und die auf dem Foto schauen aus wie keine Ahnung was, ja? Genau, das Bild ist erstmal das Wichtigste und das Motiv. Und dafür ist ja der Fotograf da. Erstmal das geile Motiv entwickeln. Und dann, wenn man dahinter, keine Ahnung, Wasserfall hinzufügen will, von einem See, kann man ja alles machen. Aber das direkte Motiv ist ja, sag ich mal, das, was der Fotograf erstmal stellen muss, damit es auch einfach gut aussieht. Ne? Genau. Gehen wir mal ein bisschen auch zur Frage. Klar, Fotografie haben wir jetzt die ganze Zeit gesprochen. War denn irgendwo bei euch auch mal das Thema Film irgendwie? Nee, eigentlich nicht. Also, wie gesagt, analog fotografiert, dann ins Digitale rübergerutscht. Also filmen, dass du jetzt irgendwelche Video
Clips oder sowas in der Richtung erstellst? Nein, war nie ein Thema. Okay, was, wenn, natürlich, es gab bestimmt auch Kunden, die gefragt haben, weil ich sag mal so, die meisten denken ja nicht dran, eine Kamera kann ja fotografieren und filmen, ja, könnt ihr das nicht auch machen? Da habt ihr wahrscheinlich dann einfach mal Danken abgesagt, ne, oder? Ja, war im Prinzip zu der damaligen Zeit, wo wir noch zusammengearbeitet haben, war das nie ein Thema. Später jetzt schon hin und wieder mal, wo sie fragen, kannst du auch ein Filmchen machen, sage ich, ja, kann ich machen. Die Kamera macht es, also das von der Qualität her kein Thema, aber das Zusammenschneiden oder irgendwelche Musik einfließen lassen oder egal was, habe ich mich nie damit beschäftigt. Müsste ich ja, dann bleibt man wieder lieber extern jemand geben, der das halt macht, ja. Aber man hat ja ein Fotografennetzwerk, also kein Thema. Genau, es sind ja auch viele bei mir im Coaching, da kannst du einfach jemanden fragen, zickzack, bumm, dann macht er das. Ich glaube, ich meine, mit irgendwem hast du auch letztens auch drüber gesprochen, mit wem hast du dich denn so connected, da war doch, wer war das nochmal? Der sitzt auch am Bodensee. Mir fällt jetzt der Name leider auch nicht ein. Perfekt. Geht dir ähnlich. Frame? Frame Department, hier, Frank. Ja, genau. Der Gute. Ah, okay, da seid ihr in der Nähe, habt ihr schon mal euch schon mal ein bisschen ausgetauscht? Wir haben uns mal ausgetauscht. Ich habe ihm da auch einen Kontakt irgendwie hergestellt zu einem Kunden von mir, wo ich schon auch seit 2011 für dieses Unternehmen fotografiere. Ja, aber ob da jetzt tatsächlich ein Auftrag zustande gekommen ist, weiß ich nicht, weil Frank hat sich bei mir jetzt nicht mehr gemeldet. Gehe ich mal davon aus, dass es vielleicht noch nicht geklappt hat. Ja, also natürlich, wenn jemand mich fragt oder irgendwie, dann sage ich, du, ja, ich mach's nicht, aber da oder da, man hilft sich immer gerne, keine Frage. Das ist auch schön, wenn man sich auch untereinander dann gut versteht und sich austauscht. Ihr seid jetzt, sag ich mal, du hast ja auch Wien kennengelernt, Vorarlberg, jetzt bist du da am Bodensee. Und gab es da nicht mal irgendwie den Punkt, wo du sagst, okay, vielleicht eine andere Stadt? Oder hast du gesagt, Bodensee, das ist meine Heimat jetzt, ich liebe den Bodensee, ich bleib jetzt hier? Also Bodensee, natürlich einmal Bodensee, immer Bodensee. Man ist da schon sehr stark verwurzelt, weil es landschaftlich gesehen wirklich ein Traum ist. Deswegen kommen ja auch so viele und machen hier Urlaub. Der einzigste Schritt, den ich mal gedacht habe oder mal länger drüber nachgedacht, war, wenn Lindau zu verlassen, dann gleich richtig weg. Und dann am besten nach Kalifornien und dann San Diego. Ganz cool. Wenn, dann gleich weg da. Genau, dann wäre ich nach San Diego gegangen, weil da habe ich mehrmals gearbeitet, eben auch Katalogproduktionen gemacht. Super flauschig, die Leute cool drauf, Wetter immer gut, also fast immer gut, wird nie zu kalt, auch nicht zu heiß. Tolle Locations auch. Aber da brauchst du halt auch richtig Asche dafür, wie es halt immer so ist. Ne? Natürlich, klar, man ist hier dann auch irgendwo verwurzelt, man hat hier Stammkunden, dann natürlich auch Familie. Mittlerweile sind meine Kinder groß, damals waren sie ja kleiner. Deswegen, ja, also aus Lindau jetzt noch wegzugehen, nein, eigentlich nicht. Ich fühle mich hier super wohl und werde auch bleiben. Ich denke mal jetzt so die nächsten 10, 15 Jahre noch Vollgas mit dabei. Studio auch nach wie vor zu halten, keine Frage. Mein Studio hat 140 Quadratmeter, also da kann man sich schon austoben. Auch gute Lage, ist ebenerdig, also kein Stress mit Aufzügen und so ein Blödsinn. Und die Preise sind noch moderat. Also das Studio hier, wenn ich das in München hätte, wäre wahrscheinlich dreimal so teuer. Das glaube ich. Und dann hätte ich ein Problem, ja. Gibt es einen von den Kindern, die sagen, hey Papa, ich will das machen. Was? Familienbetrieb geht nicht weiter? Nein. Wollen alle keine Fotografen mehr werden? Also mein ältester Sohn schließt jetzt gerade seine Masterarbeit ab. Der ist in den letzten Zügen. Der hat Verwaltungsökologie studiert, also eher Politik in diese Sphären rein. Ich habe gesagt, super, mach das. Als Politiker verdienst du ein super Geld und wenn du lügst, ist auch egal, weil ich kenne keinen Politiker, der nicht lügt. Also die erzählen alle immer das Blaue vom Himmel. Super. Mein anderer Sohn, mein jüngster Sohn, der geht ein bisschen eher in die kreative Schiene, aber eher da, so Fotografie. Zeichnerischen. Mal schauen, wie sich das da weiterentwickelt.
also ich sag's jetzt mal so, dieses Selbstständige ist schon toll, aber das hat auch, bringt auch schon einen gewissen Druck mit sich. Ja, aber selbstverständlich. Und damit muss man umgehen können. Ja, weil man kann sagen, okay, ein Jahr läuft super, dann kann es aber auch mal sein, dass ein Jahr nicht so gut läuft. Oder vielleicht auch 2 Jahre. Wir brauchen nicht drüber sprechen. Corona hat uns alle erwischt. Da hat es mich auch sehr, sehr, sehr getroffen, weil ich auch 2 größere Sachen habe, die jährlich stattfinden. Das ist einmal, fotografiere ich einiges für die Messe Friedrichshafen. Die ganzen Messen haben nicht stattgefunden. Und dann habe ich noch eine andere Sache. Da geht es um Tanzveranstaltungen für Schulen. Auch eine ganz lukrative, tolle Sache. Macht mir auch mega viel Spaß. Auch das hat 2 Jahre nicht stattgefunden. Und das alles mal zu verkraften, war nicht ganz, ganz so einfach. Deswegen, also als Selbstständiger, hat Vor-, aber halt auch Nachteile. Ne? Ja, also auf jeden Fall, das habe ich auch im neuen Buch geschrieben, ne, was man als Fotograf verdienen muss, was du auch für deine Preise nehmen solltest. Ja. Aber vor allen Dingen ist da auch, sage ich mal, der eiserne Wille, so wie man es bei dir gesehen hat. Ja. Ne? Zeiten verändern sich, aber nicht irgendwie traurig sein und am Tisch irgendwie weinen, sondern einfach den Hörer in die Hand nehmen, Gas geben. Da kann man sich auf jeden Fall der eine oder andere mal ein bisschen eine Scheibe von dir abschlagen. Und ja, mein lieber Marc, ich würde sagen, wir haben heute schon ordentlich überzogen. Wir haben, ich glaube, mit dir habe ich meinen längsten Live-Talk bisher gehalten. Von daher erstmal vielen, vielen Dank, mein lieber Marc. Ich sage auch danke, Edmund. Ich würde auch mal sagen, wir holen noch mal irgendwann mal ein paar Monate einen zweiten Live-Talk aus, weil du hast ja viel Erfahrung dort und da kannst du noch viel mehr drüber sprechen. Dann hole ich noch mal ein paar andere Themen raus. Nee. Wir jetzt aber die Zuschauer jetzt auch nicht an zu lange jetzt hier binden. Die sollen auch mal irgendwie Feierabend machen. Ja. Für die Leute, die das natürlich vielleicht auf YouTube gerade sehen, gerne mal hier auf den Link klicken. Da verlinke ich das letzte Live-Talk mit Alina Hartwig, meiner Kundin. Da geht es auch um Porträts und Film. Und mein lieber Marc, da würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und ja, Leute, wenn ihr dann natürlich dann Marc weiter sehen wollt, folgt ihn auf Instagram. Folgt mir, wenn wir das nächste Mal dann wieder live sind mit Marc, dann werdet ihr es auf jeden Fall mitbekommen. Wunderbar. Hab mich sehr, sehr, sehr gefreut und wie gesagt, weiterhin auf eine top gute Zusammenarbeit. Ich muss dich auch sehr, sehr loben. Du hast die ganz tolle Art an dir und auch so, wie du die Sachen rüberbringst, wirklich mega verständnisvoll, was jeder auch versteht. Klar, man muss sich immer selber aufraffen, aber du bist einer, der da energisch ist, der da auch ein bisschen mal Druck macht, was auch ganz, ganz wichtig ist. Und wie gesagt, ich freue mich auf eine weiterhin super tolle Zusammenarbeit und bedanke mich natürlich auch, dass du mich für diesen Live Call oder Interview ausgewählt hast und wie gesagt, bis auf bald. Das freut mich. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Sehr, sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao.